Für uns ist das Wichtigste einfach Zeit. Zeit ist Genau. das Wertvollste, was man besitzen kann. Der größte Luxus ist immer Zeit, ganz genau. Und man muss natürlich, wie gesagt, dieses Ausbrechen auch wollen. Also man muss überhaupt erstmal da hinkommen. Also bei mir war das so, es gehörten zwei, drei Faktoren dazu, wo ich im Nachhinein sage, das war jetzt Glück irgendwie, dass es mich da hingeschoben hat irgendwie. Wir sind Nikos und Christine. wir leben in einem Mobilheim. Wo ich hier damals das gekauft hatte, war tatsächlich hier kein Haus drauf. So, und da hatte ich die Möglichkeit, was mache ich jetzt hier? Jetzt hatte ich erst die Idee, ich baue hier ein Holzhaus drauf. Aber natürlich muss man ein bisschen hingucken und dann bin ich irgendwann auf diese Mobilheime gekommen. So, und da habe ich dann zwei Anbieter gefunden und der eine war in Holland oder an der Grenze zumindest zu Holland, in Nordhorn. Nordhorn hieß es genauso. Und zu dem bin ich dann und habe dem meine Lebensgeschichte erzählt, weil ich natürlich ein gewisses Budget hatte. Das war aber nicht ganz oben angesetzt, das war unter Mittel, sagen wir so. Und der hat sich das alles angehört, das war ein ganz großer, kräftiger Mann. Und hat dann irgendwann gesagt: So, ich habe es verstanden, du kannst jetzt aufhören zu reden, ich habe hier hinten was. So, und da hat er mir ein Mobilheim gezeigt und das war, hat er gleich gesagt, gab es da einen Haken, nämlich das war gebogen. So. Man muss einmal darauf achten, dass es winterfest ist, also sprich doppelt verglast bei dem, was wir vorhatten. Und es sollte auch nicht verschimmelt sein, ne? So, dass keine Nässe drin ist. So, dieses Biegen, das hat er mir erzählt, das kam einfach, weil das zu lange nicht aufgebockt war. Auf die 11 Meter, das hat in der Mitte eine Doppelachse und wenn das nicht aufgebockt ist, dann natürlich würde sich das irgendwann biegen. Und da hat er gemeint, wenn du das aufbockst, wir so leben, dann wird sich das mit der Zeit wieder gerade machen. So, jetzt haben wir das seit, ich glaube, 8 Jahren oder 9 Jahren oder 10 Jahren. Auf jeden Fall ziemlich lange. Es gibt Stellen im Haus, die sind gerade. In der Regel ist es so, wenn Henne, unser Sohn, sagen wir mal, einen Ball irgendwo hinlegt, ist es möglich, dass der loskullert. Aber wir können damit leben und nichts ist tatsächlich in der Natur gerade. Also meine Mutter hat immer gesagt, schief ist Englisch und Englisch ist modern. Wir leben modern. Wo ich das geholt hatte, das kam ja richtig über einen Spediteur hier an, wurde mit einem Kran hier rübergehoben und hatte, ich glaube, 4 Schlafzimmer, eine Küche, Wohnzimmer, ein Bad hinten drin. Also unglaublich verschachtelt das Ganze, also sehr klein ausgehalten. Und da haben wir das Ganze hier entkernt, komplett auseinandergenommen, wenn man so will, selbst Fußboden raus und haben das angefangen neu aufzubauen. Man ist natürlich etwas eingeschränkt sozusagen in den Räumlichkeiten. Also man kann nicht ganz groß denken, sowas wie Wendeltreppe, was du haben wolltest, ist nicht. Aber wir haben es geschafft, hier eine Küche reinzukriegen, eine Dusche reinzukriegen, Toilette, Schlafzimmer, Kinderzimmer, Wohnzimmer Und ein Abstellraum. und einen Abstellraum mit Waschmaschine, Geschirrspüler und zwei Terrassen. Wir haben ganz viel mit Holz gearbeitet. Wir haben die Außendämmung verstärkt. Und es ist im Sommer warm, im Winter, wir machen jetzt nochmal ein Dach drüber, kühl. Wenn wir hier durch die Tür reinkommen, sind wir quasi auch direkt im Geschehen drin. Hier ist unsere Couchecke, Tisch. Ursprünglich hatten wir auch hier mal einen Fernseher hier drüben. Den haben wir aber nie genutzt und haben uns entschlossen, den nicht wegzuwerfen, aber den dafür ins Schlafzimmer zu verfrachten, kann ich nachher noch mal zeigen. Ansonsten haben wir hier so ein paar kleine Gimmicks, zum Beispiel eine Truhe, da haben wir unser Bettzeug drin. Da wir ja nicht so viel Stauraum haben, nutzen wir alle möglichen Möbelstücke, wo wir was reinpacken können. In den Tisch geht auch was rein. Da haben wir, glaube ich, kann ich auch zeigen, Drucker und so ein paar Akten drin. Irgendwo darunter ist auch der Drucker. Ja, ursprünglich kann ich ja noch dazu sagen, ist ja Mobilheim und hier gab es gefühlt 35 Wände und 40 Zimmer. Das hat Nikos damals alles kernsaniert und rausgeruppt. Und das Einzige, was im Originalzustand noch hier erhalten blieb, sind die Gardinen. Tatsache. Kann man jetzt sich streiten. Aber wir behalten sie erstmal noch. So, wenn wir weitergehen, sind wir hier im Küchenbereich.
ganz normal wie in jeder Küche. Kühlschrank, wir haben den Luxus eines Geschirrspülers, Herd. Das Einzige, was wir nicht haben, ist ein Ofen. Dafür haben wir aber hier so einen kleinen Mini-Ofen. Kann man kurz zeigen. Kann man auch ganz normal nutzen für Aufläufe, Brot backen, Kuchen backen. Geht alles damit. Reicht völligst aus. Also schon bis keinen großen Ofen oder so. Ne? Hier ist unsere Truma-Heizung. Wir heizen mit Gas. Und wir haben es auch extra hier gewählt, den Platz, weil das Kinderzimmer hier gegenüber ist. Gerade im Winter, das ist so dann der Raum, der als erstes mit beheizt ist und immer so eine schöne Grundwärme auch hält, ne? Gerade mit dem Kind. Deswegen ist es auch ein Zimmer, wo wir hier als einzigen Raum auch Teppich verlegt haben. Partner des heutigen Videos ist EcoFlow. EcoFlow konzentriert sich auf das Einfangen und Speichern von Energie. Und nun haben sie mit der Wave 2 die weltweit erste tragbare Klimaanlage, die sowohl kühlen als auch heizen kann, auf den Markt gebracht. Innerhalb von nur 5 Minuten kann sie die Temperatur der Umgebung um 10 Grad runterkühlen oder um 10 Grad erhöhen. Und sie lässt sich problemlos im Auto transportieren und kann zum Beispiel beim Zelten genutzt werden oder im Wohnmobil, aber auch zu Hause. Geladen werden kann sie auf 5 verschiedene Arten. An der Steckdose zu Hause, mit Solarmodulen, an der Powerstation, über den Zigarettenanzünder und über die Wave 2 Zusatzbatterie. Und dieser Akku hält bis zu 8 Stunden. Das garantiert dir auf jeden Fall einen erholsamen Schlaf bei leisen 44 Dezibel. Die Wave 2 kann sogar kinderleicht über die EcoFlow App gesteuert werden. Mit meinem Rabattcode erhältst du 5% auf alle EcoFlow-Produkte. Klick dazu einfach auf den Link in der Videobeschreibung. Es ist ein kleines Zimmer, aber es reicht. Also, wir haben uns bewusst für das Kleine auch entschieden, weil unser Leben, selbst für unseren Sohn, spielt sich immer draußen ab. Und es ist sowieso, dass Kinder fast bis kaum, bis gar nicht in ihrem Zimmer spielen. Die sind eh immer dort, wo sich auch die Eltern aufhalten. Also man könnte hier auch noch mehr an Spielzeug reinkrachen, aber es ist ausreichend. Es wird gar nicht genutzt. Also wenn ich schätzen würde, würde ich sagen 100. Aber, sind so aber wissen tue ich, es sind 56 Quadratmeter Wohnfläche und knapp 2000 Quadratmeter Land. Genau, und das ist, glaube ich, auch das Entscheidende, dass man sagen kann, okay, auf engem Raum leben, ich glaube, das machen irgendwie alle. Also es gibt immer bei jedem in der Wohnung oder wo auch immer einen Lieblingsplatz. Egal, ob das ist Wohnzimmer oder Küche, egal. Aber eigentlich hält man es so dort auf. So, der Wohnraum muss nur wenig putzen, wenn es nicht ganz so groß ist. Wenn es ziemlich eng ist und gemütlich ist vor allem das Entscheidende, ist auch eine, ja, man spart Energie, was das Putzen betrifft. Man spart Energie für die Heizung natürlich. Weil es ein enger Raum ist, braucht man nicht so viel aufheizen. Und man muss natürlich irgendwann dieses Denken haben, dass man sagt, okay, die Welt ist dein Zuhause oder man sagt, die Terrassen oder dein Grundstück, dass du dich da, also dass das mit zum Wohnraum zählt. Wenn man jetzt natürlich mehr ein Trinne-Typ ist oder eine Trinne-Familie, die eher mehr am Computer, aber das kommt in unserem Fall einfach nicht in Frage. Und deswegen, wir schlafen hier, wir wohnen hier, wenn es kalt ist und so weiter, natürlich. Aber sonst sind wir ganz, ganz viel draußen und nutzen die beiden Terrassen und unser Grundstück. Oh, jetzt sind wir schon im Schlafzimmer. Das ist mein Kleiderschrank, reicht völligst aus. Das ist der Kleiderschrank eigentlich von Nikos, aber irgendwie haben sich auch ein paar Sachen von mir noch da drin verlaufen. Und ansonsten machen wir das so, dass wir unterm Bett den Stauraum nutzen, um je nachdem, ob jetzt Sommer oder Winter ist, die Kleidung, die wir gerade nicht brauchen, hier drunter zu packen. Wir haben mehr als genug und ich weiß nicht, jedes Jahr, was ich weiter hier wohne, immer drauf und dran, noch mehr auszusortieren, weil ich immer noch zu viel habe. Also ich habe dort Kisten drunter, die ich, man kennt es ja wahrscheinlich, seit 2-3 Jahren gar nicht mehr angerührt habe. Vom Schlafzimmer aus geht es zu unserer Terrasse. Gerade ein bisschen die Fliegengitter. Kann man im Sommer genießen. Das ist so unsere Außenterrasse, extra mit Zaun drumherum, damit wir auch einfach mal ein bisschen Ruhe genießen können, damit ich den Kleinen auch hier draußen einfach spielen lassen kann, ohne dass die Hunde vielleicht drauf rumrennen, rumtrampeln. Passiert zwar nichts, aber es ist einfach so eine Sicherheit für alle. Ansonsten haben wir hier noch unsere Abstellkammer, der einzige Raum mit Tür. Da haben wir unsere Waschmaschine drin, Staubsauger, Boiler, was die Abstellkammer halt so hergibt. Ja, und zu guter Letzt noch unser Bad. Wie man die Bäder halt auch kennt. Waschbecken, Toilette, Dusche.
Ja, Nico ist auch selbst eingebaut. Auch mit dem Mosaik unten und so. Also ich bin in der Jugendarbeit tätig. Wir betreuen Jugendliche von Alter von 13 bis 18 Jahre in die Verselbstständigung hinein. Und damit verdiene ich sozusagen meine Brötchen. Genau, und ich bin selbstständig und habe einen Gassi-Service für aktive Hunde. Das klingt jetzt erstmal ziemlich simpel und ziemlich einfach. Das stimmt. Das stimmt wirklich. Ich bin mein Leben lang selbstständig gewesen und ich habe 10 Jahre in Spanien gelebt. Dort hatte ich ein Adventure Camp gehabt. Wo ich hier wieder angekommen bin, hatte ich mich selbstständig gemacht als Handwerker, hatte nebenbei sozusagen hobbymäßig diese Firma hier betrieben und habe bis dahin immer so Seminare gegeben, nicht für Gassi-Service, sondern für Zughundesport. Ich bin ausgebildeter Mascher, also ich kann als Mascher arbeiten und das habe ich dann praktisch zu meinem Beruf gemacht, dass ich praktisch Vollzeit das ganze Jahr als Mascher arbeiten kann. Und ich glaube, so muss man es erklären, dass der Unterschied zwischen einem Schlittenhund und einem Haushund ist gar nicht so groß, eigentlich nur diese Ausdauer nach hinten raus. Aber von der Basis her will ein Hund sich bewegen. Und wie man das jetzt macht, ich glaube, da weiß jeder Mascher, weiß da ganz gut Bescheid, dass Hunde einfach Arbeit brauchen. Man kann nur mal was dranhängen an die. Und wenn man das mit gesundem Menschenverstand macht, und dann ist es eine ganz lustige Kiste, wo die Hunde ausgelastet werden, die Gäste oder die Leute, dass die einen Hund wiederkriegen, der dann auf Sitzplatz aus Fuß reagiert, natürlich auch entspannt ist. Genau, wir würden jetzt mal die Hunde füttern. Und weil die ja ein bisschen, weil die gerade in ihrer Hitze sind, müssen wir halt ein bisschen aufpassen mit dem Futter. Deswegen kommen die jetzt an die Steakouts, also sind die Ketten dort, wo meine Frau ist. Die kann das nachher nochmal zeigen. Das ist auch überhaupt nichts Schlimmes, dass Hunde so an Ketten sind, vor allem nicht bei Schlittenhunden, weil die das natürlich auch als Training nehmen, wenn man jetzt auf Rennen zum Beispiel ist und da steht ja, ich sag mal, Camper an Camper und dann alle mit ihren Hunden. Viele haben das so, dass man so ein Gatter mit dran hat, das ja, das ist auch dafür da, dass die, ich sag mal, Zuschauer oder wie auch immer, dass die nicht so da reinlatschen. Aber man kann sich ja vorstellen, wenn man jetzt mehr als 5, 6, 7, 10, 20, 30 Hunde hat, die muss man irgendwo festmachen, man kann die nicht einfach frei laufen lassen. Und da macht man so das an die Ketten. Und die Hunde kennen das auch und da kommen die jetzt einfach dran. Und das machen wir jetzt zusammen. Normalerweise können wir die alle immer frei rauslassen, aber jetzt im Moment passen wir einfach ein bisschen auf. Das ist nicht so schlimm. Machen wir erstmal die beiden. Genau, einfach mitkommen und dann mache ich die da dran. Nu, nicht zocken jetzt. Genau, das hier unten, das sind die Stakeout-Boxen. Das gerade im Sommer ist total cool, weil das auch schön kühl ist. Und wenn die dann alle frei sind, dann legen die sich alle hier drunter und so. Und da geht so ein leichter Wind durch und ist total schön. Oder wenn es regnet jetzt, dann können sie auch da. Und das machen die total gerne. Man hört, die haben alle Hunger. Die quietschen und schreien. Machen wir die Nasenbären. Nee, Tammy, sitz, sitz. Tammy, Tam, Tammy, Tam, Tam. Tam. Und die Tammy zum Beispiel, die ist auch aus einer Tötungsstation hier. Und sie hat die Veranlagung, wenn wir zum Beispiel einen Hund haben, der ganz nervös ist bei uns ist im Gassi-Service, der neu dazugekommen ist oder wie auch immer, dann lassen wir das und reden gar nicht mit dem, sondern wir machen über eine Neckline, das ist so ein Stückchen Leine, machen wir den bei der Tammy mit dran. Und dann dauert das so ein, zwei so eine Anläufe. Dann laufen die frei nebenher. Hey! Und dann ist es so, dass Tammy sich um den kümmert und der sich auch von ihr leiten lässt. Es würden Menschen niemals so schnell hinkriegen wie Tier zu Tier. Also hat jeder irgendwie seine Aufgabe, was ganz toll ist. Und meine Aufgabe ist jetzt einfach füttern. Tam, ne, 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 Tam, Tam. Ja, ja. So, beim Futter geht immer alles auseinander, ganz normal. Wir machen das, was man hier so sieht, das ist Fett. Ja, das ist gestern frisch gekocht worden. Mit Rinderfleisch, jetzt bei den Temperaturen, da geht es so noch. Und wir kommen ja auch gerade aus Schweden. Und da müssen wir ein bisschen abtrainieren und das Futter so ein bisschen umstellen. Aber das macht man halt so nach und nach. Und als Basis nehmen wir immer Trockenfutter. Ah, das ist der Kuchen von Frau Etti, oder? Ja, richtig. Boah, der sieht ja lecker aus. Wer ist denn Frau Etti? Frau Etti, das ist eine Kundin praktisch bei uns im Gassi-Service.
Und ich glaube, die hat sich einfach nur riesig gefreut, dass es irgendwie alles so gut klappt. Und das hat praktisch dieser Gassi-Service für aktive Hunde. Ich glaube, der hatte ja schon gesagt, der Unterschied vom Schlittenhund zum Haushund ist ja gar nicht so groß. Aber die Auslastung an sich, also dieses Laufen mit anderen Hunden und natürlich, dass wir als Marscher dann arbeiten können, das macht es, glaube ich, aus, dass der Hund zweimal die Woche, also richtig im Alltag, feste Zeiten etc., da mit 3-4 Hunden sich auspowern kann. Das macht es aus, dass er halt so richtig tiefenentspannt ist, so sagen wir das immer. Und dadurch ist es Frau Eddy einfach nur glücklich. Ich habe ihn zerstört. Mhm. Willst du das Süße? Mhm. Ganz entscheidend und wichtig ist für uns auch, dass wir das Leben als solches auch fühlen und spüren. Ich will es mal so ausdrücken. Also meine Frau, die hat vorher viel, viel mehr gearbeitet. Mhm. Und jetzt ist schon, bist du auf weniger Stunden gegangen. Genau, einfach durch die Schwangerschaft bin ich auf den Gedanken gekommen, gerade im Schichtdienst, ne, was die Jugendarbeit ja meist mit sich bringt, dass ich so 40 Stunden, nein, ich war 35 Stunden so rum. Ich war 35 Stunden, aber auch das im Schichtdienst ist viel. Auch mit den Nachtbereitschaften, wie mache ich das? Da kamen auch Tatsache ein paar Ängste. Mhm. Und da war der einfachste Gedanke, ja, dann gehe ich halt einfach mit den Stunden runter und dann kriegen wir das hin. Und dann haben wir das einfach mal ausprobiert und das hat bis jetzt ganz gut geklappt. Noch dazu machen wir das ja so, das haben wir einfach mal ausprobiert, dass wir gesagt haben, okay, wenn wir mit unseren Hunden trainieren, fahren nach Schweden, dann machen wir daraus wie ein Hundefernlager und dann ist es so, dass uns Gassi-Hunde auch begleiten. Auch zu rennen. Und das hat sich rausgestellt, ist wirklich eine ganz, ganz tolle Kiste. Das finanziert das Ganze auch und dadurch haben wir die Möglichkeit, dass wir auch 8 Wochen, man kann es Urlaub nennen, Beruf nennen, es ist beides. Es ist eine Mischung. Genauso wie, dass wir. Das ist schon Arbeit. Natürlich ist Arbeit. Aber es ist auch so, dass wir zu den Familien auch dazugehören. Wir sind, glaube ich, Gassi-Service ist einfach gesagt, aber wir gehören natürlich auch zu dieser Familie mit dazu. Und sind so mit den Hunden unterwegs und das macht uns wirklich viel Freude. Wir filmen das Ganze immer mal, sodass die Leute auch das sehen, was da mit ihren Hunden passiert und das fetzt irgendwie. Ja, und das hier ist unser Camper. Mit denen sind wir praktisch unterwegs, wenn wir mit unseren Hunden, mit den Schlittenhunden unterwegs sind. Aber wir nutzen den auch im Alltag. Das ist ja praktisch auch mein Job. Genau, das ist alles etwas verändert. Und das ist ja alles dem System angepasst, dass wir vor allen Dingen in der Kälte unterwegs sein können. Unter dem Ofen haben wir praktisch dieses Holzfach. Hier ist praktisch das Holz, was wir hier so lagern. Das ist relativ viel. Und als Gimmick ist hier zum Beispiel, hier unten drunter ist ein Heizschlauch, den habe ich hier hingelegt. Und demzufolge wärmt uns das gleichzeitig, während wir hier alles beheizen, das Holz und trocknet das, was natürlich super ist. Wir sind ja immer mit Hänger unterwegs. Also da sind ja die Schlitten drin, da sind ja das Zubehör auch drin. Da sind Gasflaschen drin. Wir reisen praktisch, wenn wir die 8 Wochen immer unterwegs sind. Das ist ja praktisch Urlaub und Beruf bei uns. Weil wir ja die Hunde so trainieren und auch die Gassi-Hunde mitnehmen, ist da hinten praktisch, sind da 8 Gasflaschen drin. Der Camper selbst hat 2 Gasflaschen und die müssen dann auch im Wechsel drin sein, weil Gas kann auch einfrieren, deswegen muss man da echt immer schauen. So, dann haben wir natürlich, wie ich schon gesagt habe, das mit dem Gas. Und das ist so, dass der 24 Stunden durchläuft. Die 8 Wochen läuft er komplett durch. Das heißt, wenn wir nachts, da drehen wir es immer ein bisschen runter. Ja, aber würden wir das Gas hier ausschalten, wo der praktisch die Heizung betreibt und so weiter, auch die Wasserschläuche, würde alles hier einfrieren. Und das geht natürlich nicht und deswegen muss man dann gucken und deswegen brauchen wir auch so viele Gasflaschen. Das heißt, wir nehmen für 8 Wochen, das ist praktisch jetzt getestet, nehmen wir 10 Gasflaschen mit und das haut genau bis zum letzten Tag hin. Wir haben praktisch nur eine halbe Flasche übrig bei minus 20 bis minus 30 Grad. Schlafen tue ich hier, meine Familie, der Rest da oben. Und wenn wir hier so tagsüber sitzen, dann ist es so, dann gucken wir uns hier die Hundeschnauzen an. Praktisch hier oben sind 3 Boxen. Hier unten sind 2 Boxen. Die sind auch alle zugänglich von innen und von außen. Und wir haben hier noch hier eine Box. Hier ist eine ganz kleine Husky-Dame drin immer. Das ist praktisch von den Gassi-Hunden. Hier ist eine große Doppelbox. Also die Kleiderschränke sind jetzt praktisch so umgebaut. Hier oben ist im Prinzip auch eine Hundebox. Das habe ich aber mehr für Werkzeug oder für die Schuhe. Das sind übrigens Valenkis. Russische Filzstiefel. Die sind echt super. Die gehen tatsächlich bis minus, sagen 80 Grad, bei minus 30 getestet. Immer warme Füße. Sind total leicht und kosten nicht so viel Geld, wie man denkt.
Und das reine Schafswolle ist, glaube ich, 1% mehr und das Ding macht mehr. Und natürlich ist es so, dass es nur als Teamarbeit geht. Also das heißt, einer steht dann draußen und tut praktisch die Hunde draußen versorgen und dann geht es nacheinander rein. Die hören dann auch auf die Namen und so weiter. Dann rufen wir meinetwegen Zoe, Dakota, Lucy, Tika und so weiter. Und dann steht meine Frau hier drin oder ich. Und dann werden nacheinander die Boxen, da stehen die richtig Schlange, alle an, alle 11. Und dann gehen die nacheinander klack, 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 klack hier rein. Und da haben wir hier auch noch Boxen. Genau. Deswegen gibt es Hunde, die praktisch unter der Spüle sind. Das ist für meinen Kollegen, der kleine Hund. Aber ihr habt auch ziemlich viel Stau verzichtet, oder? Also kommt ihr damit zurecht? Tatsächlich, und dadurch, dass wir mehr im Winter unterwegs sind, ist einfach dieser Faktor, dass wir mehr Skiklamotten haben. Und da brauchen wir einfach nicht so viel. Wir brauchen Skiunterwäsche. Wir haben praktisch jeder zwei Fächer. Ja, und für Henne ist so viel Platz. Also du kannst ja auch oben mal zeigen. Genau. Ich habe das bis oben hin gefüllt, das Fach. Und wir haben nicht mal ein Viertel davon gebraucht. Tatsache. So, ja. Das hier sind praktisch meine beiden Fächer. Da habe ich dann praktisch meine Sachen drin. Hier ist einer von meiner Frau. Die sind auch so teilweise ein bisschen, wir haben es schon den größten Teil ausgeräumt. Hier ist dann Henne und nochmal meine Frau. Das ist so, dass der Camper für uns ideal ist, gut eingerichtet ist und vor allen Dingen so gemacht ist, dass wir nichts rumklappen müssen, obwohl wir lange unterwegs sind und als Familie, ich sag mal, wenn wir rausgehen, gehen wir raus, aber wir können nicht immer drinnen irgendwas rumklappen oder das. Das muss praktisch alles funktionieren. Jedes System muss mit einem Handschlag so ungefähr funktionieren. Und dafür ist es mit 11 Hunden hier drinnen wirklich super, ohne dass wir irgendwie das Gefühl haben, wir sind beengt. Allerdings leben wir natürlich auch mit Schlittenhunden und mit Schlittenfahren in Dingen, wo wir einfach ein paar Stunden draußen sind und dann kommen wir wieder. Wir sind natürlich auch was natürlich auch traumhaft ist. Du bist dann platt, du willst dann Feuer anmachen und das ist wunderschön. Aber natürlich 8 Wochen jetzt unterwegs sein mit einem Hund. Logisch, dass die Familie denkt, hoffentlich freut er sich noch auf uns. Aber da kommt natürlich einmal dieses Vertrauen, also was wir natürlich den Leuten immer gegeben haben. Also wir machen das ja schon seit 5 Jahren jetzt. Und auch dieses Verantwortungsgefühl, die geben uns ja nicht blind einfach den Hund mit. Sondern die wissen, dass der wirklich in guten Händen ist. Und die sind an den Videos oder die können daran teilnehmen. Die sind extra in so einer Gruppe mit drin. Und meine Frau, die fährt dann immer mit einem Trainingswagen jetzt in unseren Klimazonen sozusagen und hat dann einen 6er gespannt, was total durcheinander aussieht. Vom Dalmatiner Schäferhund bis zum Mops würde ich es nicht sagen. Also das natürlich nicht. Aber es ist auf den Rennen natürlich verrückt, weil viele ihre Rassehunde da vorne dran haben. Oder, ja gut, ne? Meistens eine Linie und ich komme dann mit, weiß ich nicht, vorne ein Husky, dann Dalmatiner Schäferhund, Labrador, Mischlinge. Alles dabei. Das fällt schon auf. Genau, das fällt irgendwie auf. Und in Schweden ist dann so, dann fahren wir halt Schlitten. Und das ist eine ganz eigene Kiste. Das muss jeder für sich rauskriegen. Aber in unserem Fall ist das so, dass wir das unglaublich lieben. Und wenn man einmal durch die Natur dort gefahren ist, diese Wildnis spürt, die Hunde arbeiten und man steht auf diesen Schlitten und diese Schweinekälte. Mhm. Und man ist dick angezogen und dann sieht man irgendwie neben sich Rentiere oder Elche. Also das funzt irgendwie. Da hat man Bock. Das will man machen. Aber hallo. Und dann ist oftmals so, das ist eine Art, ich glaube, das lebt man. Also das kann man nicht, man entscheidet sich nicht irgendwie dafür, dass man das jetzt mal macht. Man lebt das Ganze. Und dann macht man es entweder ganz oder man macht es gar nicht. Und man muss immer so ein bisschen seine Brücke, seine Linie so ein bisschen finden. Aber ich glaube, wir haben das als Familie für uns ganz gut rausgekriegt, wie das funktioniert. Und dass wir das mit den Hunden leben können. Es ist auch wichtig, dass beide das irgendwie leben. Also ich könnte es mir jetzt nicht vorstellen, dass ich nur einen Bürojob habe und ganz anders drauf bin. Ich glaube, das würde gar nicht funktionieren auf lange Sicht. Das braucht schon beide. Würde ich mal sagen. Also ohne dich würde ich es nicht machen. Mobilheim, wie in Amerika, diese Wohnwagenparks. Genauso war ein Thema immer Kälte. Ja, ich habe mich dann hier mit den ansässigen Firmen unterhalten und so weiter. Und alle, nee, kannst du nicht machen mit Frau und Kind, das geht nicht. So, es geht alles. Es geht alles. Also wenn man ein bisschen logischen Menschenverstand einschaltet, in Kanada, da sind die Dinger auch und da stehen sie und da sind sie bei minus 20, minus 30 Grad. Ich kann mit unseren maximal minus 11 Grad, jetzt wird es auch noch immer wärmer, kriegen wir es alles gut hin. Damals war das Geld zu Ende, deswegen gibt es bloß hier vorne dieses Carport drüber. Wir haben aber schon das Holz da, das liegt dort,
Da, genau. Und das wird unser Dach. Also hier fange ich dieses Jahr dann an zu bauen und setze über das Ganze ein Carport. Also mache das alles noch ein bisschen feiner und schicker. Aber so sieht es jetzt erstmal aus. Und was man hier von außen sieht, ist einmal ein Bauwagen, Schäferwagen, wie auch immer. Das wollten wir unbedingt haben, wegen diesem runden Dach. Das war nämlich eine ganz tolle Kiste, weil wir dachten, okay, Schlafzimmer, runde Dach, oh, herrlich. Da ist die Gasflasche zum Kochen, weil da hinten ist die Pumpe drin. Die ist 80 cm Boden rein. Ich habe das extra nochmal so, damit man da wie Schacht und mit Styropor und so weiter. Ich hatte bis jetzt nie Probleme, es ist noch nie eingefroren, noch nie. Ich hatte wirklich noch nie Probleme, ich kann es nicht anders sagen. Wir haben zwei Brunnen übrigens hier, von dem einen Grundstück sowie von dem anderen. Hier vorne ist der praktisch vom Haus ungefähr 7 Meter weg. So, wo ich das damals übernommen habe, wusste ich, dass da ein Brunnen ist. Und da war so ganz normal, dass mit diesen Handpumpen vom Baumarkt, was natürlich schon sofort weggebrochen ist, wie immer. Und da habe ich das dann einfach über eine Hauswasserversorgung gemacht und habe mir diesen Schacht 80 cm am Boden selber gelegt. Genau, Thema Wohnsitz. Das hier ist ein Zweitwohnsitz. Das heißt, wir haben eine offizielle Meldeadresse. Und man darf bis auf einen Tag im Jahr, darf man praktisch hier leben. Das ist ganz normal ein Zweitwohnsitz. Das ist ja auch keine Gartenanlage hier, wo man jetzt gezwungen ist, ich muss 3 Erdbeeren und 5 Tomaten. Das haben wir hier nicht. Und da ist das eine ganz angenehme, coole Kiste so irgendwie. Und für uns ist nicht jedermanns Sache, für uns ist es genau richtig. Weil dadurch können wir auch so ein bisschen uns verwirklichen, was auch wichtig ist. Ohne, dass wir Millionäre sind. Dazu kann ich auch immer raten, dass man Dinge ausprobiert, dass man auch Träume haben darf und dass man einfach mal guckt, wie das Ganze oder wo das Ganze so hinführt. Das heißt nicht, dass man blauäugig irgendwo hingeht. Ich gehe das eher so an, dass ich sage, es gibt Zeiten, wo man mal ein bisschen was riskieren muss, wo man mal rausgeht aus seinem Schutzwall sozusagen und einfach mal ausprobiert, mal guckt, mal macht. Und irgendwann hat man eine Idee oder ist an irgendeinem Punkt, wo man sagen kann, okay, daran halte ich fest. Und dann ist es auch entscheidend, dass man gewisse Faktoren mitbringt. Und das gilt, glaube ich, weltweit für jeden, um irgendwo eine Basis zu finden. Und das, finde ich, ist einmal Pünktlichkeit, Zuverlässigkeit und dass man an irgendwas mit Herzen auch dabei ist. Und das ist auch mein Anspruch fürs Leben, dass ich sage, und so habe ich schon als junger Mann auch gedacht, wenn ich sowieso 60% oder 70% auf Arbeit bin, dann kann mir das Ganze irgendwie auch Spaß machen. Und dann kann ich das irgendwie auch finden. Das ist manchmal nicht ganz so leicht. Man muss irgendwie diese Zonen, entweder Komfortzonen oder diese Gesellschaftsstrukturen, wo man drin ist, muss man vielleicht auch mal ein bisschen anecken und mal ausbrechen. Und man muss dann irgendwann mal seinen Weg finden. Aber man findet seinen Weg, wenn man macht. Und was man auf jeden Fall hundertprozentig, wo ich bei allen mitgehe, all die sowas schon gemacht haben oder mit Campern unterwegs sind, irgendwas wird passieren. Ja. Also entweder du bist aus dem Holz gemacht, dass es weitergeht oder... Du steckst halt den Kopf in den Sand und gehst wieder zurück. Aber dazu musst du erstmal rausgehen, um es auszuprobieren.